An dieser Stelle, meine Damen und Herren, verlassen wir ein bisschen die Börse. Von den Unternehmen gibt es ohnehin nicht viel zu berichten. Die sind auch alle im Jahresendschlaf und das wird sicherlich noch einige Tage gehen, bevor das da wieder richtig losgeht. Es wird ein spannendes Jahr werden. Da haben wir mal gar keine Sorge, dass uns hier die Themen ausgingen. Und an dieser Stelle darf ich mich hier ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Unterstützung, die Sie uns gegeben haben auf der Plattform, die Sie mir gegeben haben. Und es ist weit mehr als nur eine Plattform mit Wirtschaftsinformationen. Ich finde, dass hier eine Gemeinschaft zusammengewachsen ist, eine Gemeinschaft von Menschen mit einem funktionierenden Kompass, mit einem Sinn für Gerechtigkeit, für Fairness und das auch gerade in der Finanzwelt. Und ich denke mal, das geht nicht nur für die Finanzwelt alleine, denn die steht auch nicht für sich. Dazu gehört viel, viel mehr zu dieser Finanzwelt dazu. Alles, was in der Politik passiert, was in der Gesellschaft passiert, spielt auf die Finanzmärkte mit ein. Und ich denke, niemand sollte nur auf ein Thema konzentriert sein und sich alles andere geht ihn nichts an. Uns alle geht unser Leben was an, uns alle geht unsere Politik was an, uns alle gehen die Dinge da draußen etwas an. Und sich da einzumischen, sich einzubringen, ich glaube, das soll uns allen recht sein, das sollen wir tun. Wir sollten uns einbringen und zu den Dingen auch eine Meinung haben. Und deshalb, das werden wir auch 2015 machen. Wir werden uns weiter einmischen. Wir werden uns fair und mit Respekt vor anderen Menschen und vor anderen Meinungen einmischen und für eine ein klein bisschen bessere Gesellschaft. Und das werden wir tun. Und an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlichen Dank an meine Mitstreiter, an die Autoren, an die Kollegen, an alle Unterstützer, die hier für Cashkurs mitwirken, mitarbeiten, die das überhaupt möglich machen, mit einem solch, ja, ich sag mal, kleinen Team, was hinten dran steht, hier so viel voranzubringen, Informationen zu bringen und immer versuchen, diese Waage zu halten zwischen Informationen, guten Informationen, aber auch nicht auf jeden Blödsinn aufzuspringen, sondern da einen vernünftigen Kompass zu halten. Und ich freue mich, das mit Ihnen gemeinsam auch im nächsten Jahr weiter tun zu dürfen. Immer wieder eine Diskussion, die haben wir häufiger. Immer wieder mal Anfragen von Leuten, die sagen, Mensch, das bringt doch alles nichts. Wieso können wir nicht mehr ändern? Wir müssten was eben alles Mögliche machen, auf die Straßen gehen und so weiter. Und die Enttäuschung ist oftmals groß, dass es noch so viel Ungerechtigkeit gibt auf der Welt. Aber ich möchte Sie gerade mal zum Ende des Jahres bitten, seien Sie es nicht, seien Sie nicht enttäuscht. Die Welt war nie anders, als sie heute ist. Es kam gerade die Tage, kam eine Dokumentation über Karl den Großen und der da als der große Vater Europas zählt. Und wenn man sich das mal in Ruhe anschaut, was da wirklich gelaufen ist, wie es da auch immer nur um Macht ging, wie es mit unglaublich vielen Toten, mit Gewalt, mit Unterdrückung, mit Plünderungen, auch durch Karl den Großen und gerade wie er die Sachsen abgeschlachtet hat, wie er in Spanien gewütet hat und so weiter, der heute verklärt wird als der große Held, der Karlspreis wird vergeben. Es war nie anders. Es ging immer mit diesen Methoden voran und das hat sich bis heute nicht sehr geändert. Nun, vielleicht doch ein Stück weit. Wir haben zumindest in unserer Europäischen Union haben wir diese Zeiten hoffentlich für alle Zeiten hinter uns gelassen, in der das passiert. Die Welt ist besser geworden. Wir haben heute mehr Möglichkeiten, diese Sauereien der damaligen Zeit, die es damals nicht so in der Form gab, für den Einzelnen sich überhaupt dagegen zu stellen. Heute gibt es mehr Möglichkeiten, was zu unternehmen. Es gibt mehr Möglichkeiten, es zu entdecken. Es gibt mehr Möglichkeiten zu kontrollieren, allerdings auch, es gibt mehr Möglichkeiten, es zu vertuschen und wiederum die zu kontrollieren, die kontrollieren wollen. Also tatsächlich leben wir heute aus meiner Sicht in der besten Welt, die wir jemals hatten, wenn man die Geschichte mal unverklärt sich betrachtet. Die Dinge verändern sich. Sie verändern sich immer wieder zum Besseren, langsam. Man merkt es kaum. Das ist in etwa wie wenn man ein Kind beim Wachsen zusieht, wenn man mit dem Kind gemeinsam aufwächst. Das fällt einem gar nicht auf, wie das wächst. Aber wenn man es nur alle paar Monate mal sieht, dann ist man, oh, bist du groß geworden. Und ich glaube, so muss man es auch mit der Entwicklung unserer Menschheit sehen. Wenn man jeden Tag logischerweise damit zu tun hat, denkt man, Mensch, da tut sich gar nichts, das ändert sich ja gar nicht. Aber wenn man so einen Schritt zurückgeht und sich anschaut, wie das so über die Jahrhunderte sich entwickelt hat und wo wir heute stehen, das entwickelt sich sehr, sehr gut. Und das wird noch viele, viele Jahrhunderte dauern, bis wir an einem Zustand ankommen, den wir uns heute als Idealzustand wünschen würden. Und ob der dann so ideal ist, sei mal dahingestellt. Aber hätten alle die vor uns in den letzten Jahrhunderten, letzten Jahrtausenden die Hoffnung aufgegeben, weil sie gesagt haben, es ändert sich ja doch nichts, dann würden wir heute noch Steine klopfen, wir würden uns heute noch mit den Franzosen den Schädel einschlagen. Gott sei Dank hat jeder zu seiner Zeit versucht, die Welt trotzdem ein kleines bisschen besser zu machen. Es gab genug, die nicht aufgegeben haben, um immer wieder was nach vorne zu bringen. Und deshalb leben wir heute in so einer viel besseren Welt, als es früher war. Und die Welt wird sich auch 2015 weiterdrehen. Es wird irgendwann wieder einen großen Crash geben, gar keine Frage.
Ob der jetzt dieses Jahr passiert oder in 15 Jahren oder in 20 Jahren, wer weiß das schon. Er wird Platz machen für neue Strukturen. Es wird vielleicht große Verwerfungen geben, starke Veränderungen, die ohne einen solchen Crash gar nicht möglich wären. Manchmal muss sowas sogar sein. Nochmal, ob das jetzt 2015 oder 2045 passiert, wer weiß das schon. Am Ende bleibt für uns das Leben zu genießen, Freude an der Veränderung zu empfinden, Spaß daran zu haben, diese Zukunft mitzugestalten, für uns selbst und für alle Generationen, die nach uns kommen, das Leben mitzugestalten. Jeden Tag neu, jedes Mal ein ganz kleines bisschen und jeder hat die Möglichkeit dazu. Und wenn es nur ein kleines Jonta ist, was man beigibt, der eine hat eine größere Möglichkeit, der andere eine kleine. Aber wenn wir alle zusammen, jeder seinen Teil immer wieder versucht mit beizubringen, dann wird es auch was. Dann wird es auch für die nächsten Generationen besser und nur das kann dann das Ziel sein. Deshalb, ich wünsche Ihnen am Ende ein erfolgreiches, gesundes, aber vor allem glückliches 2015. Zu den ersten beiden können Sie selbst etwas beitragen, aber das letzte und wichtigste, das Glücklichsein, das haben Sie fast komplett selbst in der Hand.